Der Indian River gehört zu den absoluten Top-Sehenswürdigkeiten auf Dominica in der Karibik. Wir fahren in einem Ruderboot mit Jerome, unserem Guide. Und der plaudert gleich aus dem Nähkästchen. Immerhin wurde hier ein Teil von Fluch der Karibik 2 gedreht. Und Jerome weiß, der Johnny Depp alias Captain Jack Sparrow, Orlando Bloom und Keira Knightley mit seinem Ruderboot immer zum Set auf den Indian River gefahren hat. Wow, und wir sitzen jetzt bei Jerome auf dem Boot und fahren die gleiche Strecke. Auf unserer Tour sehen wir riesige Krabben und sogar einen Leguan, von den vielen Vögeln ganz zu schweigen. Der Indian River ist übrigens der einzige schiffbare Fluss auf Dominica und zieht sich 7 Kilometer aus dem Landesinneren bis zum Meer. Diese uralten Mangroven sind für den Fluss enorm wichtig. Mit ihren Wurzeln halten sie das Ufer, erklärt er. Übrigens kann so ein Baum über 100 Jahre alt werden. Ein weiteres Highlight wartet ein Stück weiter im dichten Dschungel. Hier gibt es tatsächlich eine Dschungelbar und die ist wirklich traumhaft. Rund um die Bar haben die Landsleute hier einen botanischen Garten angelegt. Wer Interesse an einheimischen Pflanzen hat, wird hier definitiv fündig. Jerome erklärt, dass Johnny Depp gerne einen Dynamite Punch getrunken hat. Klar, dass wir den auch probieren. Und der knallt richtig. An Rum hat der Barkeeper nicht gespart. Ein Mitarbeiter bindet gerade Blätter, um sie für das Dach zu präparieren. Er bündelt sie auf kleinen Haufen. Dieser Ort hier ist eine Oase der Erholung und einfach nur wunderschön. Jetzt gibt es noch einen Dynamite Punch zum Mitnehmen und wir genießen die Rückfahrt in vollen Zügen.